Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder Meilenmittwoch. Heute eine kurze Folge, aber auch wieder über die Vorteile der Kreditkarten in den USA. Auch hier nochmal die Anmerkung, neue Rufnummer, unter der er mich erreicht, die +1 323 80. Und dann wisst ihr natürlich nicht, wofür das F steht. Und zwar auf der Tastatur habt ihr ja auch Zahlen. DEF, glaube ich, ist bei der 3. Damit ist es eine 3. Und dann das Schöne ist, dass dieses, Q ist eine 7. Und ich muss selber nachschauen. Und dreimal die 8 am Ende ist das TTV. Also insofern könnt ihr es einfach merken, 323 80 FQTTV, da könnt ihr mich erreichen unter WhatsApp. Wem das zu kompliziert ist, der Link ist angepasst worden unter den Shownotes, da könnt ihr mir einfach eine Nachricht schicken. Die heutige Folge habe ich für euch vorbereitet mit ein bisschen Hyatt-Last, aber auch ein bisschen Last auf amerikanische Kreditkarten. Wir haben bei den Hyatt-Kreditkarten wieder eine Promotion. Nicht für den Abschluss, sondern für alle, die die haben. Wir haben eine Promotion bei Hyatt, wo es billiger Nächte gibt. Wir haben eine Nachricht aus Tokio, wo das Park Hyatt verbessert und optimiert wird. Gott sei Dank. Und wir haben eine Qatar Airways Kreditkarte, die in den USA gelauncht wird heute, die relativ cool ist. Und für alle einen Dealsohn aus Europa, aus Deutschland oder Österreich. Ich glaube auch der Schweiz geht übrigens auch. Nach Asien habe ich euch alles vorbereitet. Jetzt gucke ich gerade eine Sache, die mir einfällt, dass ich natürlich dort kein Backup habe, aber ich habe es schnell gefixt. Das heißt also, wir haben alles auf der sicheren Seite. Ihr könnt jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren oder zum Stammtisch kommen oder einfach mir eine Nachricht schicken, damit wir uns über irgendein Thema, was euch interessiert, unterhalten, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte habt. Also, erstes Thema geht direkt los. Und zwar ist das das Park Hyatt in Tokio. Ich selber bin öfters in Tokio, bin auch im Park Hyatt gewesen mehrfach. Und ich muss sagen, ist schon krass. Also oben unter der Kuppel, die Happy Hour war nicht zu meiner Zufriedenheit, weil es so voll war. Und weil man in dem Bereich, wo es halt diese Club-Lounge-Geschichte gab, war immer Gedränge, dass ich mich irgendwo anders hinsetzen wollte. Das war immer Diskussion am Anfang. Aber das wurde dann gelöst. Aber das Hotel wird jetzt renoviert. Das ist ein ikonisches Hotel eigentlich, weil die Leute, die dort übernachten, auf Punkte übernachten und dort eine Möglichkeit haben, die Punkte wirklich richtig für einen geilen Value rauszuhauen. Und das Hotel wurde am 9. Juli 1994 eröffnet. Also ihr seht, dass wir da 30 Jahre unterwegs sind. Und diese Renovierung wird auch dauern bis Oktober 2025, ist das so. Und ich bin mal gespannt, was da alles rauskommt, denn die Erneuerung ist halt wirklich so, dass man alle Zimmer erneuert. Und wo war es? Ich habe es hier irgendwo gesehen. Auch die F&B-Outlets werden erneuert. Eigentlich wollte man das ja schon vorher machen, wenn ihr sagt, hey Lars, du hast ja schon mal erzählt, dass das gemacht wird. Ja, das weiß ich, das sollte um Olympische Spiele gemacht werden, aber die sind ja auch ein Jahr und Geld und Corona, ihr wisst, wie es alles dann so ist. Und ich bin mal gespannt, und was da passiert. Gut, gut. Hyatt. Wer bei Hyatt Punkte sammeln möchte oder seine Nächte sammeln möchte, hat jetzt die Möglichkeit, dort nochmal günstiger zu übernachten. Und zwar gibt es eine Promotion mit Rabatten. Und das gebe ich euch auch aufs Auge am allerbesten, weil ihr dann sagt, wo finde ich das denn? Und zwar ist es hier, da ist es so, Be More Out There. So heißt die Promotion, die gibt bis zu 20% plus Mitglieder können mehr bekommen. Und zwar Spanien, überall und natürlich für den Aufenthalt zwischen dem 8. Mai ab heute bis zum 4. Januar 2025 in den teilnehmenden Hotels in Europa, Afrika und Mittleren Osten. Und jetzt wichtig ist, man bekommt auch ein Breakfast. Aber gut, wir sind ja Mitglieder, wir kriegen das eh als Globalisten. Wichtig ist, wenn ihr bis zum 6. Juni das Ganze gebucht habt, immer den Offercode Stay Now benutzen, also Stay Now, damit ihr meinen Sprachfehler dort nicht zu leiden habt. Drunter seht ihr es hier nochmal. Und hier seht ihr auch schon einige Hotels in 153 Orten. Wir können einfach mal schauen, was wir in Europa haben.
Wir gehen mal ein als Destination. Fangen wir mit Österreich an. Und da seht ihr, da sind die drei Hotels in Wien. Das wäre das Lindner, das Park Hyatt Vienna. Aber auch das Anders, was persönlich mein Favorit ist. Ich finde das Park Hyatt auch hübsch, aber das Anders ist irgendwie cooler, moderner. Das ist meine persönliche Hubs, meine persönlicher Favorit. Könnt ihr schreiben, welches eurer ist. In Deutschland gibt es da auch einige und es kommt ja auch ein neues Me and All Hotel, ist auch von Lindner. Ihr seht, wie viele Hotels da sind. Meistens sind es jetzt Lindner Hotels, die ja im Portfolio drin sind. Komischerweise, immer wenn ich das Lindner Hotel Düsseldorf Airport sehe, erinnert mich das eher an das ehemalige Sheraton am Flughafen in München-Garching. Aber ich bin gespannt auf diese Me and All Hotels. Die sind mir doch durchaus optisch, finde ich die schon schön. Hier das Mainzer zum Beispiel, das Hyatt House Eschborn. In Hannover das Me and All, das wäre vielleicht ein Grund, nach Hannover zu gehen. Das sieht ja eher aus wie so eine Wohnanlage. Das ist auch ein Ferienpark. Da seht ihr also, was es gibt. Also Boltenhagen, Ostseebad, da gibt es einiges. Und natürlich auch das Anders in München. Und wir können jetzt, ich hoffe, es ist keinem schwindlig geworden mit dem Scrollrad, auch in der Schweiz zum Beispiel schauen. Da gibt es natürlich die Flughafenhotels, die beiden in Zürich und das Park Hyatt. Und wer sagt, er möchte nach Schweden gehen? Ich persönlich finde ja Schweden relativ cool. Und zwar die Story Hotels, das Riddegarden. Da habe ich ja auch mal eine Review von gemacht. Das ist persönlich so mein Favorit. Ich gebe euch da jetzt mal so ein Beispiel. Und dann seht ihr, wie das von den Preisen her ist. Klar, natürlich, unavailable. Aber ich habe ja auch nur heutige Datum eingegeben. Geben wir einfach mal was ein, was in der Zukunft liegt. Und dann seht ihr, dass es verfügbar ist. Und da seht ihr dann, ja, diese 20% sind auf der einen Seite interessant, aber die Mitgliedsrate ist besser. Und deshalb müsst ihr halt wirklich auch immer diese Raten kontrollieren. Jetzt haben wir genug geschaut, wo wir sparen können und worauf zu achten ist. Denn wer von euch die American Express Kreditkarten hat, hat ja eventuell dann auch den Sprung gewagt zu den World of Hyatt Kreditkarten von Chase, die Business und die Private. Da kann ich euch auch noch mal was zu zeigen. Da seht ihr noch mal hier die Karte. Oh, da habe ich vergessen, die Zeit einzutragen. Was ich natürlich direkt nachhole. Und zwar diese Karte, auch hier wieder für euch aufs Auge, seht ihr hier, dass man dort diese beiden Karten bekommen kann. Und jeder, der diese Karten hat, hat leider das Angebot nicht bekommen, denn es ist targeted. Und ich habe es nicht bekommen. Ich habe zu viel Umsatz mit den Karten gemacht. Aber Gott sei Dank habe ich von Leuten was zugeschickt gekriegt, zum Beispiel, hups, das war aus der anderen Sendung, das ist dieses Angebot hier, ihr seht, fünffache Punkte, wenn ihr zum Beispiel dort bei der Grocery, bei der Gas oder Home Improvement macht und da gibt es dann halt mehr Punkte, was natürlich geil ist und dann das andere wäre zum Beispiel diese Promotion, wenn man $3.000 ausgibt zwischen dem 1. April und dem 30. Juni, dann kriegt man auch nochmal 5.000 World of Hyatt Punkte, die eine Freinacht sind. Also einfach für Ausgaben, die man eh hat. Und das ist halt wieder mein Thema, warum amerikanische Kreditkarten einfach leider geil sind, weil man dort solche Aktionen hat. Da kannst du natürlich sagen, ja, Lufthansa Miles&More-Kreditkarte hat ja diese Vierfachpunkte-Aktion, aber ja, im Ausland und dafür bezahlst du Gebühren. Die Deutschen sind ja so Gebührenliebhaber anscheinend. Bei den amerikanischen gibt es keine Foreign Exchange-Gebühren. Wir haben jetzt noch eine Karte von Qatar Airways. Und bei Qatar Airways, die haben nämlich eine neue Karte gelauncht. Die würde ich euch auch gerne zeigen. Ich weiß gar nicht, warum ich das vergessen habe. Qatar Airways US Credit Card. Das gebe ich euch nämlich auch, weil die haben eine relativ interessante Karte, die sie dort haben. Und zwar mit Cardless. In USA haben sie dort eine Promotion eingegangen. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo wir das haben. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Ist das dieser Link? Ich hoffe, dass er geht. Ich habe es mir eben angeschaut, aber ich habe den Link leider nicht vorbereitet.
Aber ihr wisst ja, ich will euch das immer gerne zeigen, weil es ist halt immer besser, wenn man das Ganze sieht. Und hier ist es nämlich jetzt. Warte. Da. Zack, da ist es. Und zwar ist es die Privilege Club Card für $99, die es gibt. Und die gibt 40.000 Avios, also 20.000 Punkte nach der ersten Transaktion und 20.000 nochmal 3.000, wenn man den in 90 Tagen ausgibt. Und dann die Privilege Club Karte mit $499 Fees, die gibt 50.000, das müsste 100.000 sein, um ehrlich zu sein, und 150 Q-Points. Und dort ist es auch gestaffelt mit 25.000 Punkten, also Avios nach der ersten Transaktion und 25.000 Avios nach und 150 Q-Points, nachdem man $5.000 in den 90 Tagen ausgegeben hat. Man bekommt einen Fast-Track zu Gold, was natürlich leider kein Goldstatus ist wie bei Lufthansa, sondern es ist immer noch ein Sapphire, also kein Emerald, aber man hat Lounge-Zugang. Man bekommt fünffachen Spend auf Katar-Flüge, vierfache mit der anderen Karte, dreifach auf Restaurant, zweifach hier. Also die Karte ist, wenn man ehrlich ist, geil, wenn man Status haben möchte und Avios sammeln möchte. Aber wenn man dort mit der Karte wirklich etwas anderes ausgibt als bei denen, dann ist die Karte relativ schwach auf der Brust. Da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, Welcome-Bonus mitnehmen und dann fertig und dann gucken. Aber mit der Amex, da gibt es meistens wesentlich mehr Promotions. Wenn man überlegt, die Karte zu haben, dann würde ich die halt wirklich nur nutzen, wenn ich viel mit Katar fliege, um da halt die fünffachen Punkte zu kriegen, wenn ich dort Tickets kaufe. Aber ansonsten würde ich davon Abstand nehmen. Weil American Express hat ja auch eine Promotion, dass man halt dann die Punkte bei anderen Ausgaben mit 30% Bonus zu British Airways transferieren konnte. Das hatte ich ja auch mal in einer Folge gesagt. Und da ist es dann so, dass ihr dann anstatt 100.000, 130.000 Punkte bekommt. Und das ist dann natürlich ein wesentlich besserer Kicker und Trigger, wenn man das macht. Also da hätten sie mindestens zwei Avios machen müssen. Aber hey, mich fragt ja leider keiner. Also zu amerikanischen Kreditkarten hier 323 FQT TV, die 80 dazwischen, nicht vergessen. Also 323 80 FQT TV, WhatsApp, denkt dran. Und jetzt seid ihr hier schon lange am Warten und wartet, was ist der Deal so ein Deal? Das ist mit Etihad und den gebe ich euch auch wieder auf die Augen. Ach, da ist noch Qatar Airways drauf, das ist falsch. Da gibt es einen Deal, zum Beispiel von München oder von Wien geht der los nach Seoul oder dann weiter nach Delhi von Abu Dhabi aus oder nach Kuala Lumpur oder nach Bangkok. Das sind Sachen, die natürlich durchaus interessant sind. Wenn man dann noch wüsste, was der Preis wäre, ne? Da sagt ihr, hey, was ist der Preis? Und da sage ich euch, was der Preis ist für diese Deals. Und zwar sind die Preise, wenn man zum Beispiel im Z-Tarif das Ganze bucht, sind das nach Delhi sind es 1520 Euro, sowohl ab Deutschland als auch ab Wien. München sind 1700, also ungefähr. Dann geht es weiter mit 1800 paar Kaputten nach Kuala Lumpur. Oder wer sagt Bangkok? Ist mein Ziel. Das wären dann 1800 paar kaputte, aber alles in der Business Class. Und ich finde die Business Class bei Etihad gar nicht mal so schlecht. Also, das war der Dealzone-Deal aus unserem Meilenmittwoch. Und ich gebe euch jetzt wieder den Abspann auf die Augen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, bei Fragen mich, wo ist es, da zu kontaktieren. Und ich freue mich. Also, danke, bis morgen, ja, oder nachher, oder wie auch immer, wann immer ihr schaut. Danke euch, bis dann, ciao, Abspann kommt. Also, hier. Thank you.